So, ich bin wieder in Vermintide 2 und wir hatten ja, ich habe ja bis jetzt nur diese Stahl, also die Basiskampagne, hat man ja gerade gesehen. Ja, die anderen muss ich mir per DLC noch nach und nach irgendwann zulegen. Jetzt wollen wir aber erstmal die zweite Mission dann spielen, Imperium in Flammen. Dann ziehen wir mal weiter und jagen das Gesindel. Shame about Usingen. The town's ruined. But there's still a job to do there. The Rotbloods are using the Baron's Manor as a storehouse for all their ill-gotten gains. It's filled with foodstuffs and supplies, and I want you to blow it up. They won't like that, I'll tell you. Use the black powder from a nearby mining emporium, but hurry up. There's a fat bunch of them marching on Usingen to claim their loot. Ich habe ja letztens erst einen ganz wunderbaren Warhammer Fantasy Comic gelesen. Ach, der war gut. Um so einen Inquisitor. Davon könnt ihr ruhig noch mehr machen. Das fand ich sehr gut. Also sehr gut gezeichnet. Sehr gute Geschichte. Ihr könnt noch mal die Gottrick und Felix Romane weiter ins Deutsche übersetzen. Also ich habe auch kein Problem mit, sie auf Englisch zu lesen. Nur ist es halt komisch, wenn man die ersten Bände auf Deutsch gelesen hat und dann mittendrin wechselt auf Englisch. Das hat mich schon bei den Turei-Romanen wahnsinnig gestört. Zumal ja. Leveling of Baron's Manor. Not again. They're getting close. If the Baron's alive, he and I shall have serious words. Future of vicious street fighting while searching for plunder. Ah, it's like the good old days. Jo. Was wollte ich gerade sagen? Ja, weil die Namen ja meistens irgendwie komischerweise übersetzt werden und dann ganz oft so ganz grausam übersetzt werden. Years ago. I don't remember much about it. Don't you recognize much of it now? That's a real nice sentiment, that. Real nice. What? Meant it as reassurance. It's your tone, hard to read. At least I don't speak like I have a mouthful of pebbles. Oh, is that supposed to be reassuring too? Wunderbar. Wollte ich gerade sagen, genau, weil die Namen in Büchern ja oft auch übersetzt werden. Kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr zum Beispiel die Game of Thrones, also Song of Ice and Fire, Bücher gelesen habt und dann, wenn man dann mittendrin wechselt von Deutsch auf Englisch, von Englisch auf Deutsch, dann kommt man total durcheinander, weil vieles gar nicht so sinnvoll nachvollziehbar ist bei den Namensübersetzungen. Ich würde sagen, da ist ein imperiale Nachschubkonvoi überfallen worden. This is but a taste of what awaits us inside. Ich. At least the trees have survived. The tree. Nobody's safe. I'll be back. My disdain alone will fell you. Your time is now.
no more. Ich mag das Spiel. Quit your yammering. There's a Chaos Warrior near. Ja. A Chaos Warrior. Just what we needed. Eyes open. Don't let that Blightstormer take us by surprise. That Sorcerer is working the way. Hm. Ich hätte ja drauf getippt, dass in der Hütte irgendwie Nachschub oder sowas ist. Hat sich so angeboten irgendwie. Mensch, Using ist einfach mal nie, einfach nur überrannt worden. Oh, voilà. Shut! The gate stands open! A rare stroke of beneficent fate! Ah, another life leech! Leech squash! Waste no time sifting through the ashes. There's nothing there for us. This way! Do it. Onward! Do it. Got your runner! I think so! Head away! Bloody lord! In there! Ha ha! You want another crookie? Hm, gerade immer für diesen komischen Soundbug. Oh. So much for that assassin. Smoldering rubber everywhere and no clear path in sight. Now.
Scheiße. Don't underestimate our warfire thrower. The warfire thrower is dead. We'll eventually pull back the truth, you'll see. Aber hübsch dekoriert haben sie es. The cellar. Perhaps there's a room through. Look for another way, mate. Maybe go beneath the rubble. Naja. Schön finde ich ja immer, wie er die, wie er den Rapier so das Blut so abschnickt. Als ob man da durchsensen würde. Vielleicht ist mein Rapier mittlerweile auch ziemlich, also ich habe den ziemlich gut ausgerüstet, den Charakter. Aber hier will ich ja vor allem... Aua! Hinter uns. Ich höre ihn zwar auch. Mir geht es ja hier in erster Linie darum, dass ich euch das mal zeige, diese Mission. Standing.
Alter, das hört überhaupt nicht mehr auf. Hässliche kleines... Müssen wir weiter vorrücken, das hört hier überhaupt nicht mehr auf. Haben wir alle. So, Blut wegschnicken, weiter geht's. I smell treachery amidst the smoke. This town was sold from within.